Ja, grüß dich, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von den Mercedes LF13 und zwar der 34. So, und natürlich schauen wir uns erst das Heft an, dann die Bauteile und dann schauen wir natürlich wieder, was gebaut werden wird gebaut, sagen wir so. Und ja, sind ein bisschen paar mehr Teile dabei, ne? Sieht auch ein bisschen schwer, also könnte auch ein paar Metallteile mit dabei sein. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Wenn es euch gefällt, gebt einen Daumen nach oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und ja, genau, viel Spaß gewünscht und los geht's. So, blättern wir mal auf, die 34. Auf der linken Seite ist natürlich wieder das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite geht es weiter mit die Handbremse, ne? Da seht ihr die ganzen Teile schon mal soweit. Und dann wieder die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für die Handbremse. Und es sind einige Seiten, ne? Also da gibt es schon ein bisschen was zu tun. Gucken wir mal. So, Mercedes L1113, die Kurzhaber-Story kommt. Und zwar ein klassischer Leiterrahmen. Ne? Und da geht es wahrscheinlich um dieses Teil hier. Ne? Und das wird dann auf den folgenden Seiten schön erklärt. So, als nächstes geht es wieder um Spezialfahrzeuge für jedes Terrain, und zwar Holztransporter, Trucks im Extremeinsatz. Ne? Und ja, ne? Die Bilder sprechen Bände. So, blättern wir um. Unter der Haube LKW-Technik, und zwar E-LKW, abgasfrei in die Zukunft. Ne? Und da wird da sehr viel experimentiert, und das kann ihr bestimmt hier auch ein bisschen nachlesen. So, und hier seht ihr nochmal die letzte Seite. Da seht ihr einen Ausblick aus die Ausgabe 35, natürlich mit den Teilen. Und wir gucken uns aber jetzt erstmal die Teile für diese Ausgabe an. Genau. So, hier haben wir das Beutelchen, da brauchen wir bloß noch ein bisschen aufritzen. Haben wir auch. Und so ein Kunststoffplister wieder gehalten. Und dann schauen wir mal rein. Abdeckung runter. So sieht das Teil aus. Und ich sag mal, wir beginnen mal mit dem großen. Das ist so ein Teil hier. Und das ist Metall. Das ist eindeutig Metall. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, welches das jetzt ist. Weil die sind hier fast gleich. Hintere Zugstange oder die vordere Zugstange. Also eins von den zwei Teilen ist die hintere und die vordere. Ich zeige euch gleich mal noch das andere. So, ne? Sieht das andere aus. Und wenn ich die jetzt vergleiche, ist die eine ein bisschen länger. Ne? So. Gut, also auf jeden Fall die Zugstange. Ich denke mal, die hintere Zugstange ist ein bisschen länger. So wie ich das hier rauslese. Gut, was haben wir dann noch? Wir haben die zwei Teile. Die sind aber aus Kunststoff hier. Ne? Also ist ja aus Kunststoff. Das sind zwei Bremszugstangen. So. Dann haben wir hier dieses Teil. Das ist Bremszwischenwelle. Auch aus Kunststoff. Dann haben wir hier das Teil. Das ist Bremszwischenhebel, auch aus Kunststoff. So, dann haben wir noch hier die zwei Teile. Das sind die. Das sind die zwei Bremswellen, auch aus Kunststoff. Und wir haben hier noch jeweils ein Teil, links und rechts wird es sein. Und zwar ist es der linke Bremshebel und der rechte Bremshebel. Die sind aber aus Metall. Ja. So, und da haben wir natürlich noch ein paar Schräubchen. Einmal haben wir hier die IM-Schrauben, ein Beutel, DP-Schrauben, ein Beutelchen und ein Beutelchen EM-Schrauben. So, ne? Gut. Mit was fangen wir jetzt an? Ich versuche mal ein bisschen hier ein bisschen ranzuzoomen, damit ihr das auch ein bisschen seht. Auf jeden Fall fangen wir an mit diesem Teil hier. Okay. Brauchen wir das Teil. Und wir brauchen das Teil. Also.
also linken Bremshebel und einer der Bremszugstangen. Mal gucken, ob man das irgendwo erlesen kann, dass, ob das der linke ist. Sehe ich jetzt nicht irgendwo ein L. Ah ja. Ich gucke noch mal ganz kurz hier runter. Nee. Nee. Also ich denke mal, das ist der. Und da drauf, da rein kommt jetzt eine IM-Schraube. So. Also. IM-Schraube. Guck mal, ob der Dreher passt. So. Also. Wir schrauben die Schraube erstmal jetzt durch die Bremszugstange. Aha, die geht schon durch. Und dann in dieses in diesen linken Bremshebel hinein. So, aber da kommt jetzt nicht den Schrauben drin, dann muss ich einen anderen holen. Also sozusagen. So hier. So. Na, gut. Wie das jetzt, ich hoffe mal, dass das so richtig ist, dass diese, weil die Zugstange ist ein bisschen schräg, wie ihr von oben seht. Ne? Ich hoffe, dass es das erstmal so richtig montiert ist. Aber das werden wir dann in den weiteren Schritten merken. So, wir gehen mal weiter. Dann, mal gucken. Nein, das ist nicht richtig. Das müsste nämlich andersrum. Das haben wir nämlich schon, denke ich. Also wir müssen das nochmal drehen, weil der Winkel kommt andersrum ran. So. Schraube raus. Drehen. Ich zeige euch dann mal, wie der Winkel rankommt. Moment, ich muss erstmal hier das Teil wieder drehen. Ja. Und wieder reinschrauben. Ja, ein bisschen fisselige Arbeit, aber... Schön. So. Genau. Also der Winkel muss so sein, dass der hier weggeht. Ja? So, danach nehmt ihr euch das Teil und schraubt das hier unten in dieses kleine Löchlein rein. Also sozusagen so. So hier. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Und das mit einer DP-Schraube. Also DB-Schraube geholt. Ja. Hier drauf gelegt. Und dann eine Schraube hier reingedreht. Upsa. Ja. Das müsste eigentlich soweit auch schon korrekt sein. Danach nehmen wir uns diesen anderen Bremshebel und die zweite Bremszugstange und dann befestigen wir das genauso. Und zwar wieder hier dran. Da muss natürlich wieder der Winkel stimmen, ne? Ist logisch. Und der müsste dann, mal so gucken, ja so ran, genau so, so und so. Und dazu brauchen wir wieder eine IM-Schraube. Ja, genau, zeig's euch mal von oben, so, und dann kommt das Teil auch hier oben hin, das wird auch mit einer DP-Schraube rangeschraubt. Hier durch,
Ist schon ein bisschen Fummelarbeit, ne? Das seht ihr schon selber. Ist ein bisschen Fummelarbeit. Aber. So, jetzt. So. Na, das sieht es so aus. Ja. Genau. Danach wird das Teil so rumgedreht, so rum. Dann nehmen wir die hintere Zugstange, das müsste wie gesagt die längere sein. Und legen die hier so drauf, auf dieses kleine Löschlein hier, was wir frei haben, so drauf. Und schrauben dort eine DP-Schraube rein. So, also. Ja. So, vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß ja nicht, ob ich das bewegen muss, aber ich denke mal schon, dass ich das bewegen muss. Deswegen schraube ich das ja jetzt noch nicht so fest. Dann sieht es so aus. Na? Ja, die andere Seite. Gut. An dieser anderen Seite kommt jetzt dieses Teil, Bremszwischenhebel, und zwar so rum, ich hoffe, dass ihr das sehen könnt, so, so kommt er ran und hier kommt eine DB-Schraube ran. Ja, und das kommt ins erste Loch unten. Ja. Will ja auch nichts abbrechen, ne? Das ist das nächste. So. Ja, das könnte schon noch ein bisschen weiter rein. Dann muss ich mal ganz kurz gucken hier wieder. Okay. Dann nehmen wir die andere Zugstange und schrauben die hier unten ran. Und zwar in dieses untere Loch mit einer DB-Schraube. So. Liebe Leute, das ist ganz schön kompliziert hier. Muss ich mal hier. So aus. Gut. So. Jetzt blättern wir um. Okay. Und jetzt müssen wir das auch noch in den LKW reinmachen. Ich hoffe, liebe Leute, dass ich alles richtig geschraubt habe. Ich glaube, sonst sehen wir das spätestens jetzt. Und zwar holen wir da unseren LKW. Und stimmen wir so hin. Stimmen wir schon hier mal. So, ein bisschen weiter
weg erstmal vielleicht. So, und jetzt kommt nämlich der Clou von dem Ganzen. Wir legen das jetzt erstmal, wenn wir die Bremse haben, so hier rein. Hier unten. So hier. Genau. So. Und danach müsste das irgendwie hier so rangehen. Ich gucke mal ganz kurz. Genau, hier müssen nämlich Schrauben rein. So, man hat ja hier diesen Winkel und der wird dann hier so rangemacht. Und von der anderen Seite wird dann eine Schraube, und zwar, muss ich mal ganz kurz gucken, steht hier nicht dort. Das wird dann vielleicht auch später mit rangeschraubt. Nein, es kommt eine EM-Schraube von der Seite hier rein. Ja? Also es wird hier so festgemacht. So, ja, so ungefähr. Und dann kommt von hier eine EM-Schraube rein. Das werde ich jetzt als erstes mal tun. Da haben wir das nämlich dann schon fest. Mal das Winkel, den Winkel hier nennen. So, na, das ist die eine Seite und die andere Seite machen wir genauso. So. So. So, jetzt wird's fest. Genau. So. Na? Das sieht nämlich dann so aus. Sind die Winkelchen nämlich alle dran? Okay. Und wie gesagt, das Teil bleibt hier drin und kriegt von der anderen Seite 2 DP-Schrauben. Ich drehe das jetzt mal rum. Tschück. Und zwar hier rein. Ne? Hier. Hier und hier. Ich halte es mal ein bisschen fest. Mach ich erstmal die drüben die noch fest. Die drehe ich nochmal raus, weil die habe ich bestimmt ein bisschen schräg reingedreht. Deswegen ging die sehr bescheiden rein. So. So. Nachdrehen. So. Na? Gut, soweit erstmal. Jetzt drehen wir das Teil wieder rum. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das andere Teil festgemacht wird. So, es wird nicht leichter. Ich mache aber mal das Licht an, vielleicht zählt das ein bisschen besser. Wir haben ja jetzt hier diese Zugstange. Drehen wir das Modell rum. Dann haben wir ja hier diesen Punkt. Diesen Punkt. Und der muss jetzt hier hinten unten rein. Hier unten ist dieses Löchlein und da muss es reingeführt werden. Und ja, am besten hinter das Kabel, so ran, genau. Und jetzt kommt eine DB-Schraube von der Seite rein. So. Gucken, wie ich die reinbringe. Weil es lässt sich beschissen schrauben. Schräg ist immer beschissen. Jetzt weiß ich bloß nicht, muss dann das Teil hier unten rum?
Nicht, dass ich das dann. Ich glaube. Warte mal. Ich muss das hier erstmal hier unten reinkabeln. So. Ja, mache ich das hier hinten rein. Ja. Genau. Und versuche jetzt die Schraube hier rein zu. Ich habe da auch noch einen schmäleren, mal gucken. Rein zu tüdeln. Oh, weil. Also es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. Aber ich werde das Schweinchen irgendwie. Wenn es einmal geschnackelt hat. Aber sie will noch nicht. Sie will mir den Gefallen noch nicht tun. Die dreht schräg rein und das wollte ich eben eigentlich nicht. Von unten her ist es auch genauso beschissen, ne? Naja. Also das ist schon ein Krampf, ein bisschen. Weil ich drehe es am Ende bloß rund. Probieren hier. So, jetzt glaube ich. Jetzt hat sie verschissen. So. Genau. Ja. Dann drehe ich die hier auch gleich ein bisschen fest. Kabel nämlich auch zu lang raus. So. Das ist dran, das Kabel ist dran. Wenn du das ja geschafft hast, sieht es nämlich ungefähr so aus. Ne? Meine Schraube hat natürlich ein bisschen gelitten. Aber na gut. So ist es nun mal. So, wie geht's denn dann weiter? Drehen wir noch an wieder richtig. So. So, dann habt ihr hier vorne ja, den haben wir ja schon lange ran gemacht, diesen Hebel hier, diesen Hebelchen, den zieht ihr nach oben, so dass ihr unten hier diese Bohrung habt. Ne? Diese Bohrung. Und da kommt nämlich dann unsere Stange ran. Und zwar so. Ne? Zeige ich, so hier. Und mit einer IM-Schraube wird die dann gehalten. So, die mache ich jetzt mal rein. Das wird wieder hier kompliziert. Ich tue es mal anpischen und dann zeige ich euch das noch. Vor allem die alles schwarz, denn die Bohrungen, Sie sehen. Ja. Und ich muss wieder schräg schrauben, das gefällt mir überhaupt nicht. Drin. Ich muss das noch ein bisschen festschrauben. So. Das sieht so aus. So, liebe Leute. Hoppa. So. Na, hier hat man die Stange. Und die unten, ganz unten, haben wir halt die Schraube reingemacht. Gut. So, was haben wir denn noch? Nichts mehr. Aber ich glaube, ich habe es vergessen. Und zwar hier hinten diese Teile habe ich wahrscheinlich vergessen anzumachen.
Diese Teile, liebe Leute. Also muss ich hier die Schraube nochmal lösen. Und was gesagt, auch hier die Schraube nochmal lösen. Da kommt nämlich das Ding hier hinten noch ran. Schön. Wieder nicht ordentlich hingeguckt. Ja. Also, nochmal runter. Ich denke mal, die gehen ja halbwegs leicht. Ging ja auch halbwegs leicht dran. Ja, dann kommt das Teil ran. Zack. Das wird hier im Rad eingesetzt. Also ungefähr dann so hier. So hier. Ne? So, die eine Seite habe ich jetzt mal fertig gemacht. So sieht es dann also richtig aus, ne? Wenn der, denn der Bolzen hier hinten drin noch mit ist. Ne? Und das mache ich jetzt auf der anderen Seite genauso. Den habe ich auf der anderen Seite auch vergessen. Und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Leute, sind wir fertig. Also es war schon ein ganz schönes Stück Arbeit. Ne? Hier seht ihr es nochmal von der einen Seite. Ich tue es mal durchlaufen lassen. So. Und wenn ich das jetzt drehe, so nochmal von der anderen. Ne, oder wie gesagt, ich drehe es mal so rum. Das seht ihr ja diesen Weg mal. So hier. Ne? Unsere Handbremse, liebe Leute, ist fertig. Wahnsinn. Ziemlich viel Bubelei. Aber naja, so ist es nun mal. Ne? Okay. So, liebe Leute, das war die 34 von Mercedes LF13. Also die Handbremse hat es in sich gehabt. Ne? Also zumindest für mich. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so rangepobelt habt, beziehungsweise rangebracht kriegt. Und ja, die Schrauben, die Schraubenlöcher hätten ganz minimal ein bisschen feiner sein müssen, damit man die Schrauben ordentlich reindrehen. Das ist immer so kurz vorm Überdrehen. Ne? Wie gesagt, die eine Schraube habe ich schon fast übergedreht. Und aber, naja, die hat auf jeden Fall ist sie dran. Und wir sind mit der 34 soweit fertig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre durch nicht schlecht. Und man sieht sich hoffentlich in einem der nächsten Videos auf meinem Kanal wieder. Bis dahin bin ich raus. Euer Daumen, haut rein und tschüss.